Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management. Willkommen beim «Geld und guten Abend». Trotz Corona-Krise gibt es immer wieder Leute, die auswandern wollen. Von März bis Mai hat unser Land im Verhältnis zur EU sogar mehr Auswanderungen als Einwanderungen registriert. Einige Leute gehen dann nur für ein Sabbatical, für eine begrenzte Zeit, ins Ausland. Wer seinen festen Wohnsitz aus der Schweiz ins Ausland verleiht, für den ändert sich nebst dem Land und der Bevölkerung auch einiges Administratives. In der Schweiz gilt zum Beispiel für Krank- und Unfallversicherung ein gesetzliches Obligatorium. Im Ausland ist das meistens anders. Mit dem Wegzug ins Ausland gilt das Obligatorium nicht mehr und man muss die wichtigen Versicherungen selber neu regeln. Was muss man beachten, damit man während einem Auslandaufenthalt den wichtigen Versicherungsschutz nicht verliert? Was bedeutet ein fester oder auch nur ein temporärer Umzug ins Ausland für die eigene Altersvorsorge, für die AV und Pensionskasse? Darüber diskutieren wir jetzt mit Michael Rütschli, Generalagent bei der Helvetia Solothurn. Ja, reden wir zuerst über Krankenversicherung. Was muss man beachten, damit man eben gerade auch bei Kranken im Ausland richtig versichert ist? Gut, bei einem dauerhaften Umzug muss man natürlich die neuen Versicherungsbedingungen von der neuen Heimat anschauen. Und gehen wir mal davon aus, dass der offizielle Wohnort weiterhin in der Schweiz bleibt und man nur eine Auszeit nimmt im Ausland, dann ist man weiterhin bei der Krankenkasse versichert. Und wenn man in der EU oder in den EFTA-Ländern wohnt, dann hat man die gleichen Leistungen wie die, die dort. Was für einen Schutz braucht es denn bei Unfall im Ausland? Kann man das sagen, kombinieren mit der Krankheit? Ja, wer angestellt ist und mehr als 8 Stunden pro Woche dort arbeitet, ist gegen Betriebs- wie aber auch gegen Nichtbetriebsunfälle versichert. Und man hat den Schutz auch weiterhin nach einer Kündigung 31 Tage. Während den 31 Tagen kann man beim Arbeitgeber schauen, bei der Unfallversicherung, dass man sich für eine Abredeversicherung versichern kann, wo nachher während 6 Monaten die Leistungen, Lohnfortzahlung und aber auch Ansprüche aus einem Todesfall oder bei Invalidität weiterhin gegeben sind. Jetzt sind ja Gesundheitssysteme in den verschiedenen Ländern sehr, sehr unterschiedlich. Gerade zum Beispiel in den USA ist es brutal teuer, wenn man dann ins Spital muss gehen, bei Krankheit oder Unfall. Was sollte man länderspezifisch beachten im Ausland, damit man am Schluss nicht unterversichert ist? Also es gibt gerade so die sogenannten Hochpreisländer wie USA, Kanada oder Japan. Dort länger Versicherungsleistung im Normalfall nicht. Dort müssen wir schauen, dass man sich über eine Zusatzversicherung absichern kann und dass man dort auf der sicheren Seite ist. Auf keinen Fall vernachlässigen sollte man während einem Auslandaufenthalt seine Altersvorsorge. Sonst kann es passieren, dass man später bei der AV fehlende Beitragsjahre hat, was zu einer tieferen AV-Rente im Alter führt. Auch bei der Pensionskasse riskiert man Lücken, wenn man nach einem Wegzug ins Ausland ausreden tut, keine Einzahlungen mehr in die zweite Säule leistet oder sich das Kapital sogar ganz auszahlen lässt. Das Auswandern oder ein Sabbatical könnte dann im Alter zu einem Problem werden. Ja, was bedeutet jetzt ein fester oder auch ein temporärer Umzug ins Ausland für die Altersvorsorge, für die AV oder eine Pensionskasse? Also die AV-Beiträge entfallen während dem Urlaub. Dort ist einfach wichtig, dass man die Minimalbeiträge weiterhin bezahlt. Bei Einzelpersonen sind das 496 Franken, bei Ehepaar sind das 996 Franken, die man jährlich zahlen muss. Wenn man das nicht macht, geht man einfach ins Risiko, dass man nachher am Schluss fehlende Beitragsjahre hat und dass nachher die Rente gekürzt wird. Welche Vorkehrungen sollte man dann treffen, wenn man jetzt für ein Sabbatical ins Ausland geht? Wenn man ein Sabbatical macht, kann man meistens schauen, dass die Risikoleistungen zum Beispiel gerade bei der Pensionskasse weiterbezahlt werden. Dort muss man einfach wissen, dass 100% von den stehenden Kosten durch Arbeitnehmer getragen werden müssen. Man kann aber auch mit der Pensionskasse schauen, beim Reglement, wie es aussieht und mit denen in Diskussion gehen, dass man das so weiterführen kann. Und eben ganz wichtig ist einfach, die Jahresbeiträge von der AV weiterzahlen. Welche anderen Faktoren sollte man nicht vergessen, wenn man jetzt daran denkt, vielleicht jetzt auch plant für nach der Corona-Krise, wenn man auswandern will oder eben wenn man ein Sabbatical planen?
Also generell ist es wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wie man mal grundsätzlich abgesichert ist bei Invalidität oder Tod und wie es aber auch später aussieht im Alter. Man muss überprüfen, wenn man Lebensversicherungen hat, wie das dort aussieht. Macht es überhaupt noch Sinn, dass man es weiterführen tut? Oder ist es überhaupt noch kompatibel mit dem Ausland? Wenn man sein 3A einzahlen muss man dort schauen, ob man die Leistungen noch abziehen oder nicht. Es kommt immer auch darauf an, wie lange man weg ist. Diebstahlversicherung auswärts prüfen, ist sie genug hoch, wenn man weggeht. Die Haftpflichtversicherung ist in der Regel weltweit. Dort muss man sich also eigentlich keine Sorgen machen. Und wenn der Bello oder die Mietze, wenn man die noch mit in die Ferien nehmen muss, Hund und Katze, genau. Hund und Katz, muss man auch noch schauen, darf man es überhaupt, ist das gesetzlich konform, dass man die dort mitnehmen darf. Bei der Autoversicherung ist man, darf man die eigentlich noch 30 Tage nach dem definitiven Wegzug weiterhin in der Schweiz so versichern. Dann muss man das auslösen. Und das Auskunftsrecht vom Autokennzeichen, das würde ich noch löschen, dass nicht der Dieb nachher darauf kommen kann, dass er ins Haus und Heim sieht. Danke vielmals für die Tipps, Michael Rütschli. Um Vorsorge reden wir auch das nächste Mal. Die Altersvorsorge in der Schweiz ist schwer unter Druck. Die AV steuert auf Milliardendefizit zu und auch die zweite Säule kommt langsam aber sicher ins Wanken, wenn nicht bald dringend notwendige Reformen angepackt werden. Wie sicher ist unsere Altersvorsorge? Was passiert mit unseren Renten? Und welche Schritte sind nötig, damit wir im Alter den Gürtel nicht plötzlich enger schnallen müssen? Antworten und Tipps zu dieser wichtigen Herausforderung für uns alle bringen wir das nächste Mal wieder hier im Geld. Einen angenehmen Abend und ein gutes Wochenende. Die Sendung Geld. Mit freundlicher Unterstützung von der Helvetia. Einfach, klar, Helvetia. Und Swisscanto Invest bei Zürcher Kantonalbank. Teilhabe an 100% Swissmade Asset Management.